verkehrte Welt in der BBL. Nach 4 Siegen in Folge hat der frühere Serienmeister Brose Bamberg seine erste Partie in dieser Spielzeit verloren, und das ausgerechnet bei den Basketball-Löwen Braunschweig. Bamberg unterlag überraschend deutlich mit 66:92, 38:52. Braunschweig feierte damit nach 5 Niederlagen seinen ersten Saisonsieg. Im Gegensatz zu Bamberg ist Alba Berlin noch ungeschlagen. Der Wiesemeister hatte bereits am Samstag BG Göttingen mit 95:68, 51:24 bezwungen und sich zumindest über Nacht an die Tabellenspitze gesetzt. Meister Bayern München hat am Sonntag 18:00 Uhr bei Aufsteiger Crailsheim Merlins die Chance, mit dem 6. Sieg im 6. Spiel die Berliner wieder zu überholen. Die EWE Baskets Oldenburg kassierten beim 88:97, 43:42 bei den Gießen 46s im 5. Ligaspiel die erste Niederlage. Ulm beendet Pleitenserien ersten Sieg nach zuvor 4 Niederlagen feierte Ratio Farm Ulm. Bei Midi Bayreuth gewann der Vizemeister von 2016 nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 88:79, 35:48. Die Frankfurt Skyliners setzten sich gegen die Telekom Baskets Bonn 83:79, 45:30 durch. Punkt. Mehr bei Spox. Euroleague FCB verliert nach starkem Fight. Euroleague FCB nach Auftaktpleite in der Spur. Riss Interview: Ich habe die Erwartungen mehr als übertroffen.